Oh, machen wir hier mal ein bisschen Schrott. Ey yo, was geht? Weather's Yurt hier und heute gibt's den Subaru Impreza WRX STI Need for Speed World. Die Kiste hat sich der Marcelo WOG gewünscht. Ich wollte euch mal noch fragen, welchen Impreza findet ihr eigentlich schöner? Den Hatchback oder den normalen als Limousine? Also ich finde die Limousine eigentlich viel schöner. Ich denke auch, den hat er gemeint, den kaufen wir uns auch. Und zwar als Rallye-Auto, sehr nice. Was ist das hier für einer? Ja, wir holen den hier. Der sieht einfach cooler aus. Jetzt gehört die Kiste schon uns. Jetzt hauen wir uns mal Tuning-Teile drauf. Und zwar fangen wir an mit dem Performance-Shop. Der hat da schon welche, aber ich glaube nicht die guten, oder? Nein, nur Street Engine. Wir hauen da Elite-Motoren rein. Das denke ich mal ein bisschen besser. Ganz da unten sind die. Das sind die, wo richtig Asche kosten. Aber ist ja auch alles in Need for Speed World jetzt. Ja, es hat es kapiert. Es kostet ja jetzt alles nichts mehr. Ist ja eine Offline-Version. In dem ersten Part findet ihr unten in der Beschreibung einen Link, wie ihr es downloaden könnt. Ich packe den auch noch unter dieses Video hinein. Unter anderem findet ihr da noch eine K-Liste. Da könnt ihr euer Wunschauto heraussuchen und dann bei mir in die Kommentare schreiben. Den werde ich dann auch auf jeden Fall nachgehen. Jetzt hauen wir hier noch ein schönes Getriebe rein. Ja. Jetzt doch ganz schnell, was ist denn das? Komm, jetzt nicht so schnell klicken. Ja, nimmt die Maus das doppelt an. War bis jetzt auch noch nicht. Hier auf jeden Fall mal noch ein schönes Fahrwerk rein. Bremsen, ganz wichtig. Die Kiste muss ja auch zum Stehen kommen. Und zwar, da hauen wir diese schönen rein. Und dann noch schöne Reifen. Natürlich hier total überteuerten für 107.000. Für den Skyline hatten sie, glaube ich, 108 gekostet. Ist ja total krank, was die für Reifen verlangen. So, müsste so jetzt richtig sein. Boah, für 600.000 den Impreza getunt. Ja, speichern wir so. Und jetzt hauen wir der Kiste noch ein schönes Bodykit drauf. Felgen finde ich eigentlich einigermaßen ganz cool. Das ist natürlich ein Traum. Brauchen wir die anderen eigentlich gar nicht mehr zu gucken. Na, das sieht auch nicht schlecht aus. Der Subaru Impreza WRX STI ist ohnehin ein sehr, sehr schönes Auto. Und der Sound, der ist richtig brutal. Probieren wir noch das letzte aus. Ja, ich würde sagen, wir holen das erste. Das da war vorhin auch drauf. Und zwar noch Motorhaube. Nein, zuerst mal der Heckspoiler. Da lassen wir natürlich den Serien-THD-Spoiler von Subaru drauf. Sieht eh am geilsten aus, wenn ihr mich fragt. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das seht. Also, ihr seid auf jeden Fall gefragt, ob ihr eher hier hinten so einen total komischen, wie man unter jedes Auto drauf macht, oder doch hier so einen schönen Supra Impreza Spoiler. Sieht auf jeden Fall, ich finde, dass das eigentlich der schönste Heckspoiler ist, den es überhaupt gibt. Vor allen Dingen, der tut sich auf dem 350, 370 Set auch richtig gut. Jetzt hauen wir hier noch schöne Felgen drauf und dann können wir so langsam mal rausgehen, ein paar Rennen mit der Kiste starten und mal gucken, wie die Kiste so abgeht. Wird auf jeden Fall sehr pervers sein. Welche hauen wir denn hier drauf? Gibt es ja eigentlich relativ viel Auswahl. Es sind ja hunderte Felgen. Ich würde sagen, vielleicht, wie wär's denn mal hiermit? Boah, die sind sehr klein. 17 Zoll, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. 20 Zoller sollten es auf jeden Fall sein. Da ganz oben, das waren eigentlich die schönsten Felgen. Und zwar, ja, eigentlich hier die BBS. Da muss man wirklich, obwohl das Gold sind ein bisschen groß, ja. Aber das Gold, das passt gut zu dem Subaru-Zeichen. Ja, ich denke, wir lassen das mal so. Neons und dann Rallye-Auto, na klar, das muss auch sein. Und zwar schön gelbe. Sieht auch ganz geil aus. Fenster haben wir ja auch schöne gelben drauf. Sieht doch mal richtig stylisch aus. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch die Kiste so gefällt. Oder ob ihr den doch anders da gemacht hättet. Noch schön tiefer gelegt. Und jetzt, naja, Nummernschild lassen wir so. Geschenke hätte es sogar auch eins gegeben. Ich würde sagen, jetzt gehen wir einfach mal in die freie Wildbahn, in die Need for Speed Welt und starten mal ein Event. Ah, nein, get it, nicht vergessen, das hatten wir ja so oft, also in der ersten Folge ganz schlimm, da habe ich gar nicht gewusst, wie man die Sachen kauft.
aber zum Glück noch ganz schnell herausgefunden, wäre richtig peinlich geworden. Und jetzt müsst ihr euch einfach den Sound gönnen. So, Freunde, jetzt hört ihr mal ganz genau hin. Richtig geil. Die Kiste geht auf jeden Fall mal nicht schlecht. Ist sehr, sehr kurz übersetzt. Das finde ich eigentlich an dem Impreza immer sehr schade. Ist ja auch eben Rallye-Wagen. Ui! Geht auf jeden Fall richtig gut ab. Das Event hat man schon mal gespielt, deswegen spielen wir das jetzt nicht. Ich denke, wir fahren da noch ein Stück. Komm, wir fahren hier mal links rum. Und mal gucken, ob wir da irgendein schönes Event finden. Vielleicht mal was anderes. Hier ist eine Verfolgungsjagd. Ich habe Angst, dass es nicht funktioniert. Ja, komm, wir versuchen es einfach mal. Ich hoffe, dass die Folge dann auch nicht allzu lang wird. Ach so, der Maus. Immer wieder ein bisschen daneben. So, Freunde, mal gucken, was die Cops da drauf haben. Die sind ja richtig brutal eigentlich in den alten Spielen. Ist ja ein Need for Speed Carbon und Need for Speed Most Wanted eigentlich. Let's get it to Wumbo! Boah, schön. Ich wollte eigentlich nach hinten gucken. Hab aus Versehen da Nitro ausgelöst. Ist natürlich auch mal peinlich. Kann passieren. 100 mph fahren wir hier. Ah, da können wir leider nicht drüber springen. Nicht schnell genug. Aber machen wir hier mal ein bisschen Schrott. Hauen wir mal die ganze Scheiße hier um. Oder auch nicht. Ach, scheiße. Kann das Auto überhaupt kaputt gehen? In Street Racing Syndikat können die Autos kaputt gehen. Ich habe in den letzten Part ein bisschen reparieren. Was war das denn? Freunde, Freunde, was war das denn? Hier ist eine Abkürzung. Machen wir da mal rein. Und mal gucken. Kommen die da hinterher? Ja, obwohl. Die sind da doch ein Stück von uns entfernt. Ich weiß nicht. Ah nein, jetzt sind wir schon Level 2. Hier hauen wir mal den Dino um. Ah, da sind Nagelbänder. Freunde, Freunde, Freunde. Mal ein bisschen aufpassen. Sehr gefährlich sowas. Wenn wir da durchfahren, sind wir direkt erledigt und können nicht mehr weiterfahren. Erfahrungsgemäß. In Need for Speed Most Wanted konnten wir nicht mehr weiterfahren. Allerdings in Need for Speed Carbon ging es noch. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ich glaube, das war nämlich das Event, was nicht mehr funktioniert hat. Warten wir mal ganz kurz. Ich glaube, es geht nicht. Sehr schade. Oder? Nein, es geht nicht. Ich würde sagen, an dieser Stelle, danke fürs Zusehen. Lasst doch ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr solcher Videos sehen möchtet. Schreibt in die Kommentare, welchen Wagen ihr sehen möchtet. In der Beschreibung findet ihr, wie gesagt, eine Wagenliste, einen Link dazu, der euch zur Wagenliste führt. Und dann kommentiert einfach mit eurem Lieblingsauto. Das wird dann auf jeden Fall irgendwann noch vorkommen. An dieser Stelle danke fürs Zusehen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.